ein gültiger Start werden. Der Start ist gegeben, aber Königin Lucia ist nicht abgesprungen und springt auch jetzt noch nicht ab. Vorne geht derweil die Post ab. Ferrywish, dann If, dann Gadon haben wir in den vorderen Regionen. Ferrywish mit den Seitenblendern unterwegs. Ferrywish, dann If, dann Gadon. Dann haben wir Los Angeles, Arrington, Scotch Club und Testa Diva am Schluss. Und jetzt auf der Gegenseite muss hier aufgepasst werden mit Königin Lucia. Hier kommen die Pferde auf die Gerade. Im Preis der Merki AG Innenausbau, Schmiedhaustechnik in Erlinsbach, kommt das Feld vor die Tribünen mit dem Höchstgewicht. Ferrywish an der Spitze. Ferrywish. Ferrywish, dann haben wir If, dann an der Innenseite. Los Angeles schiebt sich an zweite Stelle, außen Gadon, dann Arrington, Scotch Club und Testa Diva. So kommen die Pferde auf die Gegenseite. 2000 Meter sind zurückzulegen. Die Pferde auf der letzten Gegenseite. In guter Fahrt Ferrywish. Vier Längen bereits zu Los Angeles. Vier Länge seinerseits zu Gadon, Iftan, Arrington, Testa Diva und Scotch Club am Schluss des Feldes. Immer noch ist es Ferrywish mit Karin Zwalen. Dann Los Angeles in Lauerstellung. Gadon ist da. Arrington in guter Position noch, aber doch schon eine Lücke von etwa sechs Längen zur Spitze. Vorne hat nun Los Angeles den Anschluss geschafft und wird wohl außen herum an Ferrywish vorbei wollen. Ferrywish kommt so in den Einlauf. Immer noch ist es Ferrywish und Los Angeles. Der Rest scheint geschlagen, aber da kommen außen Testa Diva und Arrington besser ins Bild. Vorne ist es immer noch Ferrywish und Los Angeles an der Außenseite. Ferrywish und Los Angeles kommt. Jetzt kommt Los Angeles an der Außenseite und ganz außen Testa Diva. Testa Diva, Los Angeles. Los Angeles gewinnt. Los Angeles gewinnt vor Testa Diva. Dann Ferrywish, Gadon, Iftan, Arrington und Scotch Club. Los Angeles. Super gemacht vom Reiter von Los Angeles, Tim Bürgin. Ja, und nach drei Anläufen im Start hier. Hoppla, Scott.